Hey Leute, willkommen zurück bei Final Fantasy 7. Man hört mal wieder was von mir. Ich bin leider die letzten Tage immer noch ein bisschen busy mit, ja, Real-Life-Stuff, Wasserschaden. Ha! Funny enough! Sie haben das Dach heile gemacht und mir erstmal ein Loch in die Decke des Wohnzimmers gehauen, weil sie zu weit gebohrt haben. Funny. Ja, ich bin jedenfalls sehr momentan auf Sparflamme und komme nicht wirklich hinterher. Ich versuche deswegen, die Parts jetzt auch ein bisschen kürzer zu machen. Also maximal eine Stunde und nicht so 1,30. Einfach, dass ich die Zeit finde, euch regelmäßig Parts rauszuhauen. Ansonsten, ja, wir sind gerade in der Coral-Region. In den Minen. Und zwar gab es hier eine Arma. Von denen haben wir ein bisschen was gehört, als Shinra sich darüber unterhalten hat. Und zwar sind das wohl die Wächter des Planeten. Okay, ich glaube, das sind die Weapons aus dem Original. Sehen halt ein bisschen anders aus. Also bin ich mir nicht 100% sicher, aber weil sie halt Wächter des Planeten genannt werden. Und eine dicke, riesige, große Materia in sich hatten. I don't know. Ich bin gespannt, wie es weitergeht. Cloud, Aeris und Red hatten hier ein Päuschen eingelegt, weil es Cloud nicht so gut ging. Er hatte seine 5 Kunden und Minuten, sag ich mal. Genauso wie die einfach braindead über die Gleise laufen und eher als die Brücke oben war, sind sie einfach runtergesprungen, weil die sind halt nicht die Klügsten, okay? Die dachten sich einfach, da geht es nicht lang, ich bleib einfach stehen. Oh, warte. Eigentlich ist es cooler, wenn ich ins Wasser springe. Whee! Ja, war ein bisschen weird. Anyway. Juffy und Barrett und Tifa haben sich dann darum gekümmert, dass die Brücke runtergeht und wir haben die Minen ein bisschen erkundet. Haben ein Baby-Chocobo gerettet, sehr wichtige Info. Und jetzt geht's weiter Richtung Coral. Ich weiß es gerade nur nicht. Ich glaube, ich habe Juffy irgendeine Materia von ihr gegeben. Die Frage ist, was war denn das? Haha! Was habe ich hier gegeben? TP-Boost? Nee. Oder? War das der TP-Boost von Aeris? Ich bin mir gerade sehr unsicher. Oh, sheesh. Würde Sinn ergeben, weil sie als einzige keinen TP-Boost hat. Gebe ich hier einfach mal. Übrigens auch nochmal eine sehr wichtige Sache für mich. Entschuldigung. Wenn ihr euch vielleicht Zeit nehmen würdet, mir ein bisschen Feedback zu geben wegen meinem Mikrofon. Ich habe das Gefühl nach wie vor leider, dass die Qualität nicht so geil ist wie im Stream damals und ich weiß nicht warum. So, ich weiß, dass die Software von dem Go XLR Mini nicht mehr existiert bzw. veraltet ist, wird nicht mehr geupdatet. Habe aber auch kein neues Mixpult und kenne mich damit gar nicht aus. Ich habe es halt mit den gleichen Einstellungen wie im Stream versucht. Qualität war weird. Weitaus leiser und dumpfer als im Stream. Ich habe jetzt ein bisschen rumgetestet hier und da, wisst ihr ja. Aber ich habe das Gefühl, es ist immer noch nicht so geil. Oder liegt das an dem Spiel? Weil ich meine, bei Alone in the Dark, was übrigens hoffentlich auch bald weitergeht, war es weitaus besser als im Final. Und ich weiß nicht, warum. Same Einstellung. Ja, weh, eben. So ist es angenehm für euch. Was müsste geändert werden? Schreibt es mir gerne in die Kommentare oder Discord-Server, falls ihr drauf seid. Ich versuche mitzuarbeiten, aber es ist schwierig, wenn man nicht wirklich weiß, worauf man achten muss gerade. Verrecke! Hör auf, dass du nicht runterfällst. Wie die anderen. What are we gonna see? Ich hoffe einfach mal, dass es soweit klappt und ich vielleicht einfach nur ein bisschen sehr darauf achte, auf die Qualität, und es anderen gar nicht auffällt. I don't know. Dein falsche Taste. Kaum länger nicht gespielt, so the fuck tue ich hier. Habe ich hier eigentlich was ich lernen muss? Lichtschild, okay. Ah. Wechsel! Überlass das mir. Einfach mal durchgucken. Zeig's uns. Lass mich mal. Gut, hier hatten wir tatsächlich alles schon gelernt mit Cloud. Okay. Was? Blub? Ich hab Blub gemacht.
weiß nicht, ob das so cool ist, hier lang zu rennen, wenn da steht. Oh, Steinschlag. Ich meine, Cloud ist doch schon ein Weirdo vom Kopf. Haut doch nicht auch noch ein paar Steine auf dem Kopf, hä? Bin gespannt, wann wir die anderen wieder treffen. Die haben sich ja... Ich glaube, damit kann man die Weichen stellen. Momentan ist die von Barrett heilsbecherisch. Oh. True. Und zwar geht es darum, dass die anderen mit einer Lore runterkommen. Und Yuffie ist halt ein bisschen empfindlich vom Magen. Dann wiederum würde es mich interessieren, ob sie wirklich Barrett ankotzt. So. I don't know. So, wahrscheinlich, wenn ich das lasse, kriege ich Pluspunkte bei Barrett. Und sie kotzt. Ansonsten, wenn ich es umstelle, weiß ich nicht. Ah, ich lasse es mal. Halsbrecherisch hört sich gut an. Ich bin da oben lang, ne? Die Gleise sehen ziemlich alt aus. Ob Barrett und die anderen da heil rüberkommen? Keine Sorge, Aris. Sie sind noch stabil genug. Woher weißt du die das? Die kriegen das schon hin. Meine Pfoten irren sich genauso wenig wie meine Nase. Ah, davon habe ich gehört. Die Pfoten von Hunden und Katzen können mehr erspüren, als wir uns jemals vorstellen können. Oder, Red? Mit deinen Fußpolstern. Meine Pfoten sind um Welten feinfühliger als die von einfachen Haustieren. Sag und die mal, sind cute. Red. Nein. Aber sie sind ich süß. Ich habe doch noch gar nichts gesagt. Musst du auch nicht. Patpats geben. Nur einmal. Nein. Ich verstehe sie. Oh, bitte. Cloud, will sie bestimmt auch mal anfassen, oder? Ja. Interessiert mich. Tatsächlich. Genau, jetzt ist. Wenn ich dir in unserer nächsten Unterkunft eine Massage gebe? Oha. Aber, nicht Massage von Aris. Ja. Als ob mir irgendjemand Nein zu einer Massage von Aris sagen würde. Da. Du bist dran. Ich mach das. Hey. Verschwende. Übernimm du. Komm schon. Töricht. Ich brauche Gebet, das war abzusehen. I'm in... Ich need auf ein Gebet. Gut, hier gab's noch eine Küste. Nimm mal mit, Goyle. Ey... Wo ich halt immer noch drauf warte, momentan ist halt auch ein neues Tales. So, Arise ist halt schon wieder ein paar Jahre her, ne? Das hatten wir damals gestreamt, nur den DLC noch nicht. Und ich glaube, es ist auch noch eins dieser Projekte, die auf Twitch rumgammeln und ich nie auf YouTube komplett hochgeladen habe. Was ich auch noch machen sollte. Aber ich finde die Zeit momentan halt nicht mit aufnehmen, euch Parts geben von neuen Spielen und zeitgleich aber irgendwie Parts zurückbekommen von alten Spielen, also was ich halt schon gestreamt habe. Schwierig, ha? Kommt halt so viel raus diesen Monat. Wie gesagt, Juden Chronicles, auf das ich jetzt schon ewig warte, kommt raus. Stella Blade sah auch sehr interessant aus. Das würde ich gerne ausspielen, beziehungsweise aufnehmen. Weil es erinnert mich an Nier, aber halt Nier mit Cyberpunk-Flair. Würde ich das auch gerne machen. Ja, das ist ziemlich weh. Aufgepasst. Angriff. Habe ich hier irgendwas mit Eis noch? Das ist doch Eis, oder? Das sollte doch reichen. Kalt, oder? Ich übernehme. Dass sie das nicht in Schock machen. Hä? Volle Kraft. Schon genug? Attacke. Ein, zwei. Gut. Weiter. Und weggesmashed. Also es kommen sehr viele coole Spiele raus. Wie gesagt, Alone in the Dark hänge ich auch dran. Dachte eigentlich, hey, Horror geht schnell zwischendrin. Aber dadurch, dass ich immer, wenn ich gerade mal Zeit habe, bis ich mit Final bin und da so lange Parts mache, komme ich da nicht hinterher. Es tut mir leid, es ist doch schwieriger, als ich mir eingestehen wollte, wieder ins YouTube Live zu kommen. Also Streaming hätte ich wahrscheinlich noch weniger hinbekommen tatsächlich. War ich realistisch genug. Das muss der
Lass uns Yuffie und den anderen Bescheid geben. PRS, I guess. Jupp. Dementsprechend, ich gebe schon mein Bestes. Ich wünschte halt, es wird ein bisschen besser laufen momentan. Ich weiß halt, dass viele inaktiv sind auf YouTube mittlerweile und die toten Abos kann ich halt selber auch nicht aussortieren. Seit ich wieder hochlade, sortiert YouTube ein bisschen aus, tatsächlich. Inaktive Konten. Aber es ist halt trotzdem schwierig, die Leute wieder zu erreichen, dass sie merken, oh, die macht hier wieder Content, cool. Verstehe ich auch nach einem Jahr gar nichts und auf YouTube halt noch länger nichts. YouTube halt 4 Jahre, 5 Jahre, weil halt alles über Twitch lief. Hey Cloud, wie sieht die Strecke aus? Hab getan, was ich konnte. Wirklich? Wird auch nichts wackeln? Besten Dank für alles. Wir sind so gut wie bei euch. Gut, er hat gar nichts getan. Stürzen wir uns mal ins Abenteuer. Sag absolut gar nichts. Das Baby Chocobo ist cute. Wenn es überhaupt ein Chocobo ist, vielleicht ist es auch ein Kondor, aber es erinnert mich halt an diesen einen Chocobo, den man auch immer in den Raststätten sieht. Also ja, wie gesagt, an sich freue ich mich wieder Content aufzunehmen und halt auch Spiele jetzt vor allem aufzunehmen, die, ja, keine Ahnung, ich warte teilweise auf Spiele seit 3-4 Jahren, die jetzt rauskommen. Deswegen ist es halt schon echt ein guter Zeitpunkt, wieder anzufangen auf YouTube. Weiß halt natürlich, dass die Resonanz geht so bis mittel ist, weil viele halt einfach nicht mehr aktiv sind, viele mir nicht mehr folgen, beziehungsweise ihre Accounts vielleicht auch gar nicht mehr nutzen. Oder halt auf Twitch warten. Und Twitch ist halt jetzt so, geht leider nicht mehr. Ich schaff's halt, ich halt nicht. Und ja, ich hoffe halt, die Leute kommen trotzdem nach und nach auf YouTube wieder. Weil wir hatten eigentlich echt eine coole Community damals. Muss ich halt sagen. Ich werde auch sehen, dass ich meinen Discord-Link wieder irgendwie ich kann das reinpacke. Das wird ein Klacks. Sind halt auch nur noch sehr wenige da. Keine Sorge, Juffy. Du wirst es überleben. Maybe. Du wirst wohl mitkommen, was? Der ist so cute. Ist's gut. Dann los und haltet euch gut fest. Auf. Ich kann schießen, okay. Ich störe mit Hilfe von Barretts Gewehr und Yuffies Wurfstern die Shinra-Frachtkisten. Damit Yuffie von ihrer Übelkeit abgelenkt wird. Je mehr du erwischst, desto mehr Punkte erhältst du. Okay. Aber ich kann nicht Yuffie. Aha! Achso! Okay, er ist zeitgleich, I see. Oh mein Gott. Jetzt ist Schluss! Funny. Komm schon! Das ist das Piratenspiel all over again. Komm schon! Oh, nein, so weit! Oh mein Gott! Und tiefer so. Ich gucke zu. Nimm das! Ihr macht das schon, oder nicht? Eigentlich seid ihr ziemlich scheiße, aber ey. Was soll ich tun? Ich habe ja nichts. Könnte ich das Chocobo schmeißen, I guess. Jetzt ist Schluss! Ist hier sonst nichts? Oh! Zu spät gesehen. Ja, geht so bis Mittel. Nimm das! Wir werden schon nichts Krasses übersehen. Vielleicht übersehen wir krasse Sachen. Gut aus. Ich komme gar nicht so schnell nach rechts hin. Oder nach links, oder, ne? Wie die Sachen immer sind. Aber ich hab doch... Das ist das wahre Endgame. Zielen und treffen. Zielen und treffen.
Jetzt ist Schluss! Ha! Ja, das ist halt echt nicht so... Oh, oh. Wie? Ich hoffe, du freust dich, Sophie. Hey, davon war ja. Wie laut, ich hasse dich! Rip. Entschuldigung. Komm, das bringt mir gar nichts, jetzt abzuschießen. Au! Sie hat gar nicht gekotzt. Ich habe mein Geld zurück. Okay. Ich habe nichts gesagt. I got what I wanted. Alles okay? Freundschaft mit Cloud beendet. Schlecht. Oh, no. Das verzeih ich Cloud nie. Ich hatte Spaß. Cloud hat ganze Arbeit geleistet. Ah, schön. Ihr habt's also überlebt. Ja, aber nur ganz, ganz knapp. Krieg Cloud einfach. No. Folgt uns, seit wir ihn gerettet haben. Sag mal, das hier kenn ich. Wie Zwillinge nicht. Er heißt Kikeri Cloud. Sehr erfreut. Na? Wie cute. Nicht lustig. Ich will auch so ein Chicken Nugget. Oh. Oh oh. Da ist wohl die Mutter. Schade. Weg ist er. Er gehört zu seiner Familie. Dann mach's mal gut, Kikeri Cloud! Los jetzt. Okay. Dann würde ich weiter Kuttennot nachsagen. Du kannst jetzt einen Enterhaken einsetzen. Kannst kaum erwarten. Ich dachte, du kommst von hier. Tue ich auch. Enterhaken. Enterhaken, wo? Den von Juffy? Und ja, Barrett ist nicht so ein Fan von Coral wegen der Geschichte. Wahrscheinlich werden sie das auch nochmal weitaus breiter gefächert haben, die ganze Story um ihn herum. Gehe ich von aus, wie alles in diesem Spiel, was einfach gefühlt fünfmal mehr Story bekommen hat. Hoppla! Wen haben wir denn da? Welch Ehre, dass wir seine Exzellenz Barrett hier wieder begrüßen dürfen. Dass du nochmal hier aufkreuzt, ist ganz schön mutig von dir. Nun... Bitteschön. Der hier geht aufs Haus. Was fällt euch ein? Lass sie. Aber... Kommt. Da muss erst mal wieder die coole Sonnenbrille raus. An eurer Stelle würde ich mich von dem fernhalten, wenn ihr nicht sterben wollt. Wow. Ich meine, sind wir ehrlich, Barrett hat im ersten Teil auch schon viel Scheiße gemacht mit Avalanche, also ja. Wir wissen halt, er ist ein bisschen vorschnell, aggressiv. Ihr wisst schon, Barrett halt. Fluchend. Nicht gerade der sympathischste Dude.
es immer ruhig und friedlich zu. Doch inzwischen ist die Gegend zu einem Einzelnen. Dass sich Barrett hier nach so langer Zeit wieder hertraut. Der hat Man kann Nerven. Annehmen, dass er hier auch schon Scheiße gebaut hat. Vielleicht nicht so viel Scheiß wie mit Avalanche, aber hey. Vor allem, er liebt den Reaktor nicht. Er hasst ja, wie wir wissen, Shinra und die Reaktoren und so. Shinras Hilfeleistungen reichen doch bei Weiben nicht aus zum Leben. Wir wollen hier keinen Ärger, kapiert? Was erwartest du denn, wenn du den ganzen Tag nur säufst und nichts tust? Um dich oh, mir ja. zu messen, fehlt es dir noch an Geschick? Digga, du schwebst! Ach, meine arme Kleine. Was ist nur aus uns geworden? Okay. Genau, was er verdient. Schauen wir uns so um. Wer weiß, wann sie den nächsten von uns in Stücke reißen. Nee, oh, ich mag ich nicht. Da. Oh ja, da hätte doch das letzte Alkohol nicht Barrett in die Fresse kippen sollen, vielleicht. Und wo soll ich bitte die Kohle hernehmen? Wir hätten das Zeug nicht an Barrett verschwendet. Was will so ein junges Mädchen denn hier? Wenigstens hat das eingesehen, so. Seit der Sache mit dem Marco-Reaktor ist hier alles den Bach runtergegangen. Keine schlechte Ausbeute. Wenn sie diesen Reaktor nie gebaut hätten, wäre mein Mann jetzt vielleicht noch am Leben. Was denn? Kundschaft? Ja, vielleicht. Je nachdem, was für Stuff du hast. Geht so bis Mittel. Brauche ich nicht. Kann ich auch. Was? Vermutlich bin ich deswegen bei der Bürger. Wie sieht denn das hier aus? Schauen wir mal. Waffenladen haben sie hier. Fiebel. Okay. Mein schlechtes Gewissen quält mich. Und vielleicht komme ich so auch schneller dorthin, wo er gerade ist. Was ist los? Will man dich woanders auch nicht mehr? Warst wohl wieder zu gierig, was? Das lässt du dir einfach gefallen? Du verstehst das nicht. Dank so einem dämlichen Arschloch habe ich alles verloren. Okay. Was ist... Ich sehe hier irgendwo eine grüne Quest, aber halt hier nicht. Ropeway müssen wir, glaube ich, ja später hin. Da geht's Richtung Gold Saucer. Okay, die Quest ist 1200 irgendwas weg. Das muss noch irgendeine alte sein. Weiß ich nicht, kaufe ich was? Auch nichts, was ich... Nevermind, was ich brauche. Karten nehme ich. Da geht's ums Prinzip, das wisst ihr. Verschwinde von hier. Könnt ihr mal aufhören, alles so scheiße zu mir zu sein? All das Gerede von sicherer Arbeit im Reaktor. Was will so ein... Das ist aber ein schöner... Beeilung, bitte. Ja, die mögen uns, glaube ich, alle nicht besonders hier. Zumindest Barrett, und da wir halt quasi Freunde von ihm sind, oder, ne? Mit ihm kommen, habe ich das Gefühl, haben wir bei denen auch verkackt automatisch. Dass wir so ein, oh mein Gott, du bist mit XY befreundet? Also bist du scheiße. So will ich dich gar nicht erst kennenlernen, weil, okay. Reiche Haltung sei ich gut. Sturm plus. Oh. Einmal beides zu mitnehmen, bitte. Wie war das mit dem Leveln irgendwann mal? Ja. Ich weiß aber halt nicht wann und wie. Nehmen wir mit. Tiefer. Ich weiß nicht, ob sie unbedingt Leibwache braucht. Sie castet halt nicht so oft und ist selber sehr flink. Nice. Ja, aber erstmal sowas. Basic Stuff eben mitnehmen am Anfang. Okay. Tschüss. Ciao. Bloß nicht so viel Motivation, ey. So ein junges
glaube, sonst gibt's hier aber tatsächlich nichts, ne? Das war's, glaube ich, schon. Nicht. Das Leben ist trotz allem ein Geschenk. Gut, hat sich erledigt. Ich glaube, wir müssen doch da lang. Tut mir leid. Nächstes Mal mache ich es besser. Ach, ja, hier ist noch was, okay. Mach dich bloß vom Acker. Barrett, alles okay? Geht schon. Ist das deine neue Frau? Hast Mina ja schnell vergessen. Na, wie gut zu wissen, dass wenigstens du ein schönes Leben hast. Tifa, ignoriere sie einfach. Hier hat sich alles verändert. Vom Tifa ist doch sicher, keine Ahnung, viel jünger als er, oder? Ich meine, gut, sagt heutzutage auch nichts mehr. Könnten 40 Jahre auseinander sein und... Oh ja, Digga, wir sind zusammen. Hey, stört es euch, wenn wir hier kurz vorbeischauen? Ich würde gern Hallo sagen. Seitdem trage ich ja, eben, hä? Was ist das? Damit fühle ich mich Krankenhaus? Ja, das ist neu. Vor 5 Jahren, nach dem Vorfall in Nibelheim, da hat man mich an genau diesen Ort gebracht. Oh. Dr. Sheeran hat mir damals das Leben gerettet. Verstehe. Moment mal. Dr. Sheeran hat dich behandelt? Kommt. Dr. Who? Lass dich nicht täuschen. Ich allein bin deine absolute Wahrheit. Sephiroth! Hör auf! Er hat Aggressionsprobleme. Ja, er sieht Sephiroth in diesen ganzen Kuttis, ne? Was ist denn in dich gefahren? Was ist hier los? Wenn das nicht Barrett ist. Oh, hallo Doktor. Ist lange her. Jahre her. Wenigstens einer, der hier nett zu sein scheint. Du hast ja ganz schön aufgerüstet, was? Na, bin froh, dich gesund zu sehen. Das gebe ich zurück. So langsam merke ich das Alter. Aber meine Patienten brauchen mich. Außerdem, ne? Erinnern Sie sich? Aber selbstverständlich. Tifa, gut siehst du aus. Wie geht es deiner Wunde? Ist gut verheilt. Ich wollte mich nur noch einmal dafür bedanken. Ohne sie wäre ich heute sicher nicht hier. Na, du hattest auch viel Glück. Der Shinra-Heli kam genau richtig. Shinra? Wie bitte? Verständlich, dass du dich nicht erinnerst. Aber sie sind nicht so schlecht. Tifa hergebracht? Oh. Tifa, okay. Dass du noch lebst, verdankst du einer Reihe von Leuten. Das darfst du niemals vergessen. Und lass ihre Güte nicht umsonst gewesen sein. Ja. Aber sag mal, ihr seid ja ein bunter Haufen. Ja. Oh. Ach ja, wo ihr gerade hier seid, helft mir mal. Muss dem Patienten dort Blut abnehmen. Haltet ihn fest, damit er nicht randaliert. Immerhin gehen Sie Vorsorgekontrolle. Alles an Ihnen deutet auf eine Marco-Vergiftung hin. Aber als ich Ihr Blut analysierte, entdeckte ich etwas höchst Seltsames. Was genau fanden Sie? Norazellen, zufälligerweise. Eine Substanz, die mir in meinem Leben noch nicht begegnet ist. Ich weiß nicht, Genova? Was es ist, aber etwas Ähnliches habe ich schon mal gesehen. Die Augen eines Soldaten. Ex-Soldaten. Soldat ist man auf Lebenszeit. Das ist kein Job, den man einfach aufgibt. Hey. Kleine Spende? Keine Chance. Ich glaube, er ist fucking dass es sich bei 0. den Männern um degenerierte Soldaten handelt. Ist natürlich nur eine Theorie. Um sie zu beweisen, müsste ich mehr Tests durchführen. Sind viele von denen vorbeigekommen? Ja, das sind sie. Um die Verletzten kümmere ich mich hier. Der Rest ist wohl auf dem Weg zum Gold Saucer. Zum Gold Saucer? Ja, sollst du eine Party machen? Ja, frag mich nicht warum. Keine Ahnung. Oh. Ich sag dir, sie wollen auch Party machen.
Aber Fakt ist ja, Soldaten bekommen nicht nur Marco eingesetzt, sondern wohl auch die Genova-Zellen. Und ähnliches Verfahren ist halt wahrscheinlich bei den Kunden unten passiert. Experimente und alles. Boah, hat sie ja deutlich schlimmer getroffen. Ah, als normalen Soldaten. Dass das Mädchen von damals eines Tages hier mit Barrett zusammen auftauchen würde. Was das wohl zu bedeuten hat. Na, wir werden es erfahren. Ich frage mich gerade, ob man weiß, wer Tiefer damals gerettet hat. Welche meine, das kam halt nie raus. Sondern eben nur so, ja, erinnert sich nicht mehr dran, was danach aus ihr geworden ist nach der Verletzung. Das bleibt unter uns. Aber er versetzt die Lebensmittel mit Medizin. Also ich meine, das kam halt nie raus. Oder ich hab's vergessen. Ich bin mir echt unsicher. Hä? Gold Saucer. Das ist doch dieser super berühmte Vergnügungspark, oder? Ja, Mann. Da fahren wir hin, ja? Komm ja. Schon! Yuffie, das hier ist kein Ausflug. Weiß ich doch. Wir suchen die Typen in Schwarz. Ah, das wird so ja. Toll. Es gibt eine Seilbahn, die uns direkt zum Gold Saucer bringt. Kommt schon, verschwinden wir von hier. Ja, Mann. Ich bin voll dafür. Ja. Oh, sagte sie und bekommt erst mal wieder Quests entgegengeschmissen. Verdammt, das Rad ist im Eimer. Oh. Aber so groß ist das hier halt gar nicht. Immer mit dem Notwendigsten versorgt sind. Also so viele Quests können hier gar nicht sein. So eine sehe ich da rechts. Da ist der Rolf. Okay, sind das sogar die zwei? Aber ich glaube, das Blut der Königin zählt nicht zu Nebenquests. Meine ich. Ah, ihr seid noch hier. Ich stecke ehrlich gesagt ein wenig in der Klemme. Oh, ja. Seht euch diesen Brief an. Wir haben einen deiner Männer in Schwarz. Wenn du ihn lebend wiedersehen willst, kostet dich das 10.000 Gil. Wir lassen dich wissen, wie wir das Geld erhalten wollen. Eine Entführung? Jemand scheint zu glauben, dass meine Forschungen an diesem Phänomen mich irgendwie reich gemacht haben. Und was jetzt? Glaubst du, eine Praxis wie diese könnte so eine Summe berappen? Nein. Hm. Oh ja, auch. Deshalb brauche ich eure Hilfe. Ich möchte euch bitten, den Mann zu retten. Deine Sinne sind denen der Menschen überlegen. Alleine mit Hilfe deiner Nase wirst du die Übeltäter ganz bestimmt ausfindig machen. Da bin ich mir sicher. Tja, da ist was Wahres dran. Da kannst du nicht Nein sagen, was? Womit fangen wir an? Vor allem, das ist doch dumm. So was machen die, wenn er so sagt, ja gut, viel Spaß damit, hab noch 30 hier, so. Faseln alle den gleichen Bullshit von Reunion und machen sonst nichts. Also ich hab noch genug Maus, danke, viel Spaß damit. Das ist ein ganz normaler Brief. Ich habe keine versteckte Nachricht gefunden. Der wird euch nicht weiterhelfen. Es scheint Ihnen etwas zu viel Spaß zu machen. Cloud, lass mich mal an dem Brief riechen. Ja, eben, darum ging's mir doch. Fährte aufnehmen. Ich nehme einen sehr charakteristischen Geruch wahr. Aha. Das ist Parfüm. Ich wusste doch, dass auf dich Verlass ist. Ach ja, hier. Diese Lampe reagiert ausschließlich auf die Schwarzkutten. What the fuck? Vielleicht nützt sie euch ja. Warum? Cloud, hier lang. Kannst du sie wirklich riechen? Unser so einer hat einen 7000 Mal besseren Geruch als ein gewöhnlicher Mensch. Neben dem Parfüm nehme ich auch sämtliche Körpergerüche wahr. Zusammen ergibt sich daraus ein Geruchsbild, das ganz und gar unverwechselbar ist. Den richtigen Geruch aus der Umgebung herauszufiltern, will natürlich gelernt sein. Und wie rieche ich für dich? Wie ein junger Mann, der zahlreiche Ungeheuer niedergemetzelt hat. Gibt sicher angenehmere Düfte. Keine Sorge, das rieche ja nur ich. Keine Sorge, für die anderen stinkst du nicht so extrem. Die Wüste ist der. Schön. Wie großer Vogel. Wo Vogel? Vogel, wo?
Okay, Red, dann führ uns mal. Eigentlich müsste man einfach so sagen, ja, behalt die Kunden halt. Brauchen wir nicht. Passt auf. Lass mich mal. What the? Keine okay. Chance. Keine schon genug. Wow, ich krieg dieses Konterfeuer nicht hin, ne? Es ist so weird. Dann übernimm. Ich übernehme das. Los, so geht das aber nicht. Verstanden? Überlass das ruhig mir. Wechsel. Ich mach das. Okay, du bist ein Drecks, wie ich sehe schon. Okay. What the fuck? Los geht's. Wieso visiert er schon hier nicht an? Verschwende. Was? Ich leg los. Und los. Das wird so nichts. Ist dir etwas schwindelig? Du wirst nicht bleiben. Du bist ein Kackvieh. Und schaffst du das? Lass mich mal. Ein kleines zickliges Kackvieh. Das war's. Da ging es jetzt ums Prinzip, da nochmal raufzuhauen. Okay. Weiter geht's. Ich weiß auch nicht, aber irgendwie habe ich das Gefühl, es könnte wieder Kiri sein. Einfach aus Prinzip so. Und konnte nur entführt, weil er braucht Geld. Das selber aufbauen als Alleskönner hat nicht so funktioniert. Ne? Passt auf. Falsch, ich bin hier. Ich bin. Hallo? Ausgezeichnet. Nell. Dann halt so. Los! Keinen kommen! Attacke! Schon genug. Neuer Versuch. Komm schon! Volltreffer. Nicht gut. Jetzt oder nie! Painful. Erfriere! Nichts überstürzt. Mein Auftritt. Erbärmlich. Zeig dich euch, was ich kann! Warte! Arbeiten wir im Team. Jetzt erst recht. Das war's dann. Flieg! Ausgezeichnet. Yes. Gesehen. Hey. Alles geben. Ich habe Limit. Ich glaube aber Limit bleibt nicht. Ich weiß es gerade nicht. Weil kann halt sein, dass Limit immer resettet nach dem Kampf. Aber das hätten wir jetzt halt wirklich nicht gebrauchen können. Overkill extrem. Die Fährte der Entführer deutet in diese Richtung. Aber ich ahne Schlimmes. Wieso? Nur so ein Gefühl. Gehen wir. Oh, hallo? Ist nur ein der Camper. Ist das nicht. Er riecht ganz anders. Na, da hat wohl jemand Hunger, was? Dein ist aber Feini. Nicht für dich, Kleiner. Ich mach doch bloß Spaß. Hier hast du ein Häppchen. Besser für dich. Ja. Hey, wir judgen nicht. Ist okay, gönn dir. Du hast nicht Feines zufällig Red. Einen Mann in Schwarz gesehen. Jetzt, wo du es sagst, da saß einer auf einer Chocobo-Kutsche, die in Richtung der Höhle gefahren ist. Ganz in der Nähe. Oh. Eine Chocobo-Kutsche? Du musst wissen, meine Nase hat auch einen Schwachpunkt. Welchen denn? Gegen meinen Hunger ist sie machtlos. Der Geruch des Fleisches hängt mir immer noch in der Nase. Ich kann gerade kaum etwas anderes wahrnehmen. Gut gemacht, Red. Toll. Findest du das witzig? Um dich außer Gefecht zu setzen, braucht es also nur ein Steak. Die Geräusche sind so funny. Bei Queer.
Sieh mal, Cloud. Oh. Sie müssen hier irgendwo sein. Wollen wir einmal Sheerans Lampe ausprobieren? Klar, but how? Bewege die Lampe mit links. Oh. Sie schaltet sich automatisch an. Gut, einfach ein bisschen rumschwenken. Easy peasy. Ja, oh, okay. Ich will nicht wissen, warum da so komisches Zeug aus diesen Kuttentutten kommt. So linanes, like... Es sieht nicht gesund aus. Überhaupt nicht. Keine Chance. Wo seid ihr, Kakis? Kommt raus, ich sehe euch doch. Jetzt oder nie. Los geht's. Hey, nicht schlecht. Los. Ausgezeichnet. Das war's. Was da ist... Ah, nee, da ist eine Kiste. Ich dachte, da ist aber auch lila Stuff. Aber das ist ja Kistenstuff. Und das Kistending... Oh! Das ist doch für Red was, oder nicht? Magerschattacke. Aber allein halt für die... Skills würde ich jetzt mitnehmen. Und was ist denn das da? Wo-Material? Weil ich hätte absolut keine Ahnung gehabt, was dir fehlt oder was du brauchen könntest. Ja, nun. Vielleicht sollte ich das auch mal leveln. Könnte ganz gut sein. Gerade weil ATP eh mal knapp ist. Nehmen wir das mit. Ah, perfekt. Tja. Oh, free stuff. Don't say no to free stuff. Mal angenommen, wir finden sie. Was machen wir dann eigentlich mit den Entführern? Sheeran wollte, Knebeln, dass wir fesseln, umbringen. Was? Aber über die Entführer hat er kein Wort verloren. Also umlegen? Das entscheiden wir, wenn es soweit ist. Verstanden. Im Fall der Fälle, ja. Nice. Aber ist hier irgendwas in Items, was ich mitnehmen könnte? Mokri-Medaille, okay. Ich bin auf jeden Fall falsch hier. Guck erstmal, dass ich den finde. Wait. 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 Oh mein Gott, ich habe mich verlaufen. Wo bin ich denn gekommen? Doch hier lang? Aha. Ha, los geht's. Erbärmlich. Wie sind die da dran vorbeigekommen? Als ob das welche sind, die mal eben ein paar Chimären auseinander ballern. Nicht übertreiben. Überlass das, wie das saß. Habe ich eigentlich bei ihm auch irgendwas für Schock? Don't think so. Vielleicht er gerade hasst. Aua, aua, aua. Wie geht gratis Hass? Hier. Unvorsichtig. Ist das alles? Oha. This is actually good. Los. Okay. Wenn ich denn mal dazu komme. Ich war unvorsichtig. But this is good. Genug? Kann nur in. Okay, kann nur in Rechthaltung. Nichts ist wirklich gut. Ich war zuvor, ich nicht nehmen. Ich übernehme du. Okay. Komm schon! Mann, es ist nicht so geil, wie ich dachte. Aber können wir mitarbeiten? Überlass, hörst du von dort ich besser? Ich übernehme.
Los! In Stücke! Das war knapp. Jetzt gibt's Dresche. Übernimm du. Dann nimm das nicht. Komm. Okay, los. Na. Bereit. Überlass das mir. Gemeinsam. Kurz und schmerzlos. Entzwei. Zack. Arbeiten wir zusammen. Genug. Jetzt ist es geschafft. Nice. Okay. Da lang. Ich habe das Gefühl, mich komplett verlaufen zu haben. Scheint aber hier richtig zu sein. Ich hätte den noch nie wiederbekommen. Ich bin bereit. Das sollte reichen. So, wo der Hilfe steckt. Keine Chance. Uh-oh. Bereit? Jawohl. Kommen Sie raus, ja. Jetzt. Nicht mit mir. Da! Weiter geht's. Wie geht's? Weiter geht's da wieder zurück hoch oder ist da was, was versteckt ist? Loot, I guess. Loot nehme ich mit. I like Loot. Nicht so. Gut, jetzt bin ich lost. Jetzt ist es soweit, Kinder, jetzt habe ich mich verlaufen. Oh, lila Grabschaft. Lästig. Jetzt oder nie. Jetzt. Hier nach. Gesehen? Nichts überstürzt. Feuer. Was? Immer noch das Gefühl, ich muss öfters Magie benutzen. Du bist dran. Ich leg los. Und los. Gemeinsam. Ist das alles? Wechsel. Zieh dich zurück. Los, geben wir alles. Keine Ahnung, aber es levelt halt sehr langsam. Verbrennt! Jetzt! Habe ich leider das Gefühl. Brenne! Das war abzusehen. Gerade halt diese Doppelmateria. Ha! Okay. Ich will ja nichts sagen, aber ich habe mich komplett verirrt. Ich weiß nicht, wo wir sind. Ich weiß nicht, wo. Also es reagiert die ganze Zeit und macht plopp, plopp, aber ich sehe nichts an Spuren. Aha! Damit kann ich arbeiten. Ja. Wahrscheinlich diese auffällige Tür da, ne? Or not? Nein, sie wurden weiter weggebracht. Oh. Ja, ich bin bereit. Oh. Los. Läppisch. Abschaum! Ui. Übernimm du. Feuer frei! Was zum? Dafür wird jemand zartig.
Dada. Zeit für den Todesstoß. Na dann. Ging es überhaupt noch durch? Das Leveln könnte schwierig werden. Ups. Ah. Okay. Now? Aber wo muss ich denn lang? Das ist die Materia. Ich dachte, ich muss hier irgendwie rüber, aber... Ich kann nichts anderes jetzt anvisieren. Ha? Was mache ich denn damit jetzt? Ah, okay. Ich soll halt einen Weg finden, die Tür zu öffnen, aber ich habe halt keine Ahnung, wo die Tür geöffnet werden kann. Da? Hä? So, da kommt halt immer kurz was, aber es passiert nichts. Ich drücke, aber da passiert nichts. Ich habe absolut keine Ahnung, wo ich hin soll. Irgendwo? Ja, das ist jetzt problematisch. Wenn das Spiel einem halt mal wieder absolut keine Hilfe angibt. Da? Oh mein Gott, er will nicht. Lass mich dahin. Komm schon. Kreis. Kreis. Oh Gott, dieses Spiel. Es hasst mich einfach. Danke. Oh. Nimm ich mit. Nice. Aha. Und da kommen wir dann auf die Plattform und können wahrscheinlich eine Tür aufmachen. Jupp! Dass er es alles geschafft hat! Weißt du, die tun immer so halb tot und hast du nicht gesehen und dann so erstmal, keine Ahnung. Speedrunner einfach, 100% hier durch. Alles kein Problem. Die sind fucking smart, die Viecher. Man unterschätzt die einfach voll. Das ist ihr Lager. Ist allerdings niemand zu sehen. Warten wir auf ihre Rückkehr?
Fuck. Wir wurden verschleppt und jetzt hält man uns hier gefangen. Suspicious woman is suspicious. Woher soll ich das wissen? Wir sind ihnen mit ganz knapper Not entkommen. Aber wer weiß. Vielleicht sind sie ja noch ganz in der Nähe. Dieser Geruch. Cloud, das sind die Entführer. Ich wollte sagen. Ups, sie ist einfach suspicious. Cleveres Hündchen hast du da. Hat uns einfach durchschaut. Fass Red. Wo ist der echte Mann in Schwarz? Als würden wir euch das verraten. Macht euch lieber schon mal auf Ärger gefasst. Denn vor euch stehen eure bislang härtesten Gegner. Oh, sicher. Barry! Mehr nervige Side-Charaktere nichts hinten auf Fuck kriegen. Ihr Hündchen vielleicht schon. Hoffentlich überlebt ihr. Würdet sicher ein hübsches Lösegeld abgeben. Mein Einsatz. Das war's. Nun. Was sagt die Analyse denn? Kann nicht schaden. Nix wirksam, das ist toll. Weiche Todesklaue aus. Um diese Geißel der Wüste schockanfällig zu machen. Ausweichen. Nein. Ziemlich schwach. Okay. Keine Chance! Attacke! Verdammt! Gut gemacht! Keine Chance! Nicht mit mir! Was haben wir denn sonst im Angebot? Dann übernimm. Verbrenn. Das wird so nichts. Attacke. Das war knapp. Töte dich, zerfleisch. Painful. Die Wildnis ruft meinen Namen. Angriff in zwei. Ach, fuck, ja. Jetzt so. Zeig ich euch, was ich kann. Spät leider. Gewechselt. Überlass das ruhig mir! Und los! Hm? Weil du killst! Es geht los! Hoppla! Ist ja gleich vorbei! Und tschüss! Einfach umsonst! Geheilt! Phoenix Ding! Und schaffst du das? Jetzt kommt's! Komm, steh wieder auf! Das war's dann! Jetzt! Ha? Der ist für dich! Längst zu Ende. Muss durchhalten. Hey. Komm schon. Mit dem Ende zu. Zack. Hilf mir mal. Ist das alles? Geht's dir nicht gut? Ich habe gerade nichts zum Schocken. Aber meine Leute sterben mir weg. Arbeiten wir im Team. Jetzt erst recht. Das hat sie es gebracht. Was haben wir denn an Beschwörung im Angebot? Ja, ist egal. Hauptsache irgendwas, das hilft gerade. Seite an Seite mit einer Legende. Übernimm du. Bin ich jetzt drin? Drecke. Neuer Versuch. Mancher will es einfach nicht, dass man drückt. Los! Und hilf mir mal! Alles okay? Das war's! Wechsel! Ja. Dann ist es schockanfällig, dann mache ich was. Und er ist just in dem Moment auf einmal nicht mehr schockanfällig. So schnell kann ich halt nicht raufhauen. Leider. Klar. Bitte, bedient euch! Das war's! Los! Warte! Zwei! Los. Bereit? Sieh genau her! Und los! So gefehlt! Zack!
Willst du überleben? Nicht aufgeben. Oh nein! Keine. Hey! Das wird so nichts. Das war's. Okay, Ifrit hat ihn weggebasht. Sieh an. Gar nicht mal. Nehm ich an. Rück den Mann ins Schwarze raus. Und was machen wir jetzt, Barry? Ganz ruhig, Liebes. Weiß doch schließlich keiner, wo wir den Kerl versteckt halten. Wie schon gesagt, das Lösegeld beträgt. Well. There he is. Hey, wer hat gesagt, dass du rauskommen darfst? Hängst die ganze Zeit träge rum, aber jetzt auf einmal, ja? Reunion. Was denn? Kennt ihr euch etwa? Hey, Barry, na? Hast du die Augen von dem Kerl gesehen? Das ist ein Soldat. Ach, hört euch ja deswegen auf. Hast du hier so auf die Kacke gehauen. Aber ich weiß Bescheid. All diese wandelnden Altkleiderhaufen gehörten mal zu Soldat. Ihr Typen seid stark, aber wer will am Ende schon so rumlaufen? Nicht alle hinten so, okay? Viel Spaß euch, Turteltauben! Genießt die Zeit zusammen! Turtle! Lass sie. Wir haben, was wir wollten. Ich hätte ihn in den Arsch gebissen. Bringen wir ihn zurück zu Sheeran. Aber hey, what do I know? Oh, wir waren einfach in geportet. Nice. Ich danke euch vielmals für eure Hilfe. Er sieht ein wenig mitgenommen aus. Aber das wird schon. Er ist fast neu. Stimmt es wirklich, dass die Zellen von Soldaten degenerieren? Um ehrlich zu sein, habe ich keine Ahnung. Informationen über Soldaten sind nicht öffentlich zugänglich. Und Shinra hat außerdem seine eigenen Ärzte für interne Untersuchungen. Ich weiß daher vermutlich weniger als du. Hast du denn irgendwelche Symptome? Keine, nein. Nein, ich habe nur manchmal Wahnvorstellungen. Alles ganz normal. Vermutlich weiß selbst Shinra nicht, welche Effekte über die Jahre auftreten werden. Deshalb ist jede kleine Information wertvoll. Also, gibst du mir jetzt etwas Blut? Nein. Na, ich kann warten. Ich würde mal annehmen, dass Cloud länger durchhält. Du vom Alter, aber... What do I know? What do I know? Ja, mein Bester, du schaffst das schon. Dennoch haben wir einen Auftrag offen, aber sehen tue ich hier nichts. Also ich sehe Blutdinger. Gute Königin. Chadley. Aber sonst glaube ich nichts. Na gut, da wissen wir ja, was wir im nächsten Part machen. Würde ich sagen. Dann nehmen wir hier mal Asaif mit. Und dann wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag. Wir sehen uns beim nächsten Mal, wenn ihr Bock habt. Hoffentlich morgen. Ich gebe mein Bestes. Alles klar, Kinders. Bis dann. Ciao, ciao.